Ein Wildpferd steckte stundenlang im Schlamm fest und schaffte es nicht, sich aus eigener Kraft zu befreien. Der lang anhaltende Regen hatte die Gegend in der Provinz Alberta in Kanada in ein tückisches Schlammgebiet verwandelt. Genau dies wurde dem Wildpferd schließlich zum Verhängnis. Es war am Rande des Waldes vorbeigaloppiert und landete in einem riesigen Schlammloch. Zunächst versuchte es einfach wieder herauszuspringen. Doch dies gelang nicht. Und ehe es sich versah, wurde das Pferd durch sein eigenes Körpergewicht tief in den Sumpf gezogen. Als es immer tiefer sank und der Schlamm an seinem Körper hochkroch, geriet das Pferd in Panik und versuchte sich zu befreien. Aber natürlich sank es dadurch nur noch tiefer. Mit seinen Vorderbeinen klammerte es sich am Ufer fest. Seine kräftigen Hinterbeine waren jedoch völlig im Schlamm festgesteckt. Da der Großteil der Kraft eines Pferdes aus eben diesen mächtigen Hinterbeinen kommt, konnte es nur nutzlos herumfuchteln. Stundenlang kämpfte das Pferd darum, sich aus dem Sumpf zu ziehen, und zeitweise sah es sogar so aus, als würde es ihm gelingen. Aber letztendlich rutschte es immer wieder in den Schlamm zurück. Mit der Zeit wurde das Pferd müde und erschöpft. Es war am Ende seiner Kräfte und schaffte es unmöglich alleine aus dem Loch. Da sich nur wenige Menschen in der Gegend aufhielten und die Nacht nur ein paar Stunden entfernt war, schien es, als würde das Pferd für immer dort festsitzen. Es würde langsam an Hunger und Erschöpfung zugrunde gehen. Das Pferd lag still. Es atmete über weite Strecken schwer. Es schien, als hätte das Tier langsam die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder aus dem Schlamm herauszukommen. Denn das Pferd war auf sich allein gestellt, und niemand würde kommen, um ihm zu helfen. Und selbst wenn es um Hilfe schreien könnte, dort draußen würde es ohnehin niemand hören. Alles deutete darauf hin, dass das Pferd seine letzten Stunden erleben würde. Doch dann geschah etwas, womit niemand rechnen konnte. Plötzlich tauchte am Waldrand ein Mann auf. Es war Darrell Glover. Er war Bauer und hatte in der Nähe seinen eigenen Hof. Dort hielt er selbst Pferde und kannte sich deshalb gut mit diesen Vierbeinern aus. Außerdem besaß der Farmer ein Stück Wald, welches er bewirtschaftete. In eben diesem Waldgebiet war Darrell an diesem Tag unterwegs. Er machte sich ein Bild von den Bäumen, die er potenziell fällen und verwerten konnte. Doch plötzlich wurde er durch ein seltsames Geräusch unterbrochen. Der Mann ging der Sache auf den Grund und entdeckte schließlich in der Ferne das Pferd in dem Schlammloch. Anfangs war ihm die Bedeutung der Situation nicht bewusst, doch nachdem er das Wildpferd einige Momente beobachtete, erkannte er den Ernst der Lage. Er sah, wie das Pferd hilflos in dem Sumpf zappelte und vergeblich versuchte, sich zu befreien. Darrell konnte nicht tatenlos zusehen, wie das arme Pferd alleine um sein Leben kämpfte. Also eilte er zu der Unglücksstelle und machte sich ein Bild von der Lage. Der Mann erkannte schnell, dass er dem Pferd umgehend helfen musste. Er rannte zurück zu seinem Wagen und schnappte sich ein Seil, in der Hoffnung, das Pferd mit dem Lasso einfangen und befreien zu können. Aber natürlich wiegen Pferde ein Vielfaches von dem, was ein durchschnittlicher Mensch wiegt. Und egal wie sehr Darrell zog und sich bemühte, das Pferd rührte sich keinen Zentimeter. Unter Zeitdruck dachte Darrell nach und fütterte das Pferd mit ein paar Essensresten, die er in seinem Wagen hatte, sowie mit etwas Gras in der Nähe, bevor er schnell in Richtung Stadt davonfuhr. Um das Pferd zu befreien, würde es mehr als nur einen Mann brauchen. Nach 45 Minuten kam der Truck des Bauers zurück in den Wald gerauscht, diesmal mit einigen Mitgliedern von Darrells Familie an Bord. Hoffentlich würden mehr Hände und stärkere Leute die Rettung ein wenig erleichtern. Am Rande des Schlammlochs standen zwei Geländefahrzeuge. Vielleicht würden diese helfen, das Pferd aus dem tiefen Schlamm zu ziehen. Bald hatten sie das immer noch gefangene Tier gefunden und schmiedeten einen Plan. Sie würden Spanngurte an dem Pferd anbringen und mit dem Geländewagen versuchen, das Tier herauszuziehen. Hoffentlich würde das ausreichen, um das Pferd zu befreien. Aber es gab keine Garantien. Niemand war sich sicher, ob die Rettungsaktion überhaupt funktionieren würde. Aber die kleine Mannschaft machte sich bald an die Arbeit. Sie legten die Gurte um das Pferd, das traurig und ruhig zusah. Das Tier hatte nicht genug Energie, um sich zu wehren, und es schien zu verstehen, dass die Männer hier waren, um zu helfen. Die Geländewagen begannen zu ziehen. Erst sanft, dann immer stärker. Wenn das Pferd Schmerzen zeigte, waren sie bereit aufzuhören. Aber das Pferd zeigte keine Anzeichen von Unbehagen. Es schien mehr darauf bedacht zu sein, sich endlich zu befreien als alles andere. Es brauchte mehrere Versuche, aber bald begann das Pferd sich zu bewegen. Darrell sah dies als positives Zeichen, aber ihm war ebenso klar, dass sie noch einen langen Weg vor sich hatten. Er sprang von seinem Fahrzeug und brachte den Gurt wieder in Position. Diesmal um das Hinterteil des Pferdes. Er vergewisserte sich, dass er fest war und nicht abrutschen würde, bevor er wieder auf das Fahrzeug kletterte und zu ziehen begann. Wie durch ein Wunder begann das Pferd, sich Zentimeter für Zentimeter aus dem Sumpf zu erheben. Als der Hengst merkte, dass er sich zu befreien begann, nahm er seine eigenen Anstrengungen wieder auf, um herauszukommen. Er strampelte mit den Beinen und drückte mit aller Kraft. Plötzlich rutschte er aus dem Loch. Das Pferd stand schließlich stolz und triefend vor Schlamm da. Darrell und sein Team lösten die Riemen vom Pferd und befreiten es oberflächlich von dem Schlamm an seinem Körper.
Die Menschen jubelten und freuten sich, dass ihre Aktion erfolgreich war. Doch in diesem Moment der Freude tat das junge Pferd etwas Erstaunliches und Unerwartetes. Es drehte sich um und kam langsam auf Daryl zu. Dann senkte es seinen riesigen Kopf, sah ihm in die Augen und beugte sich vor, als wolle es dem Mann für seine Freundlichkeit danken. Daryl wusste nicht, wie er reagieren sollte. Er streckte einfach seine Hand aus und streichelte die Nase des prächtigen Tieres. Es war, als hätten sich Mensch und Tier verbunden und die beiden teilten einen wunderschönen, unausgesprochenen Moment. Daryl kämpfte mit den Tränen und er spürte ein stolzes Gefühl in seiner Brust. Anschließend drehte sich das Wildpferd um und galoppierte in die Freiheit davon. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Polizisten an, der weinend neben seinem Pferd lag. Der Grund wird dich zu Tränen rühren.